Grüß euch, herzlich willkommen zurück hier bei Let's Play XCOM Enemy Unknown. Beim letzten Mal haben wir unser erstes abgestürztes UFO untersucht und da auch gleich ein paar Gegner mitgenommen, unter anderem so ein komisches Energiewesen. Was es mit denen auf sich hat, werden wir vielleicht noch später rausfinden. Und wir haben den Pulsbogen fertig erforscht, das heißt, jetzt werden wir direkt mal in die Forschungslabore. Ach komm, ich lese das jetzt einfach mal doch vor, die ganzen Forschungsdinger, dann ihr könnt das ja überspringen im Video. Wir haben unsere Forschung am Pulsbogen-Prototypen beendet und glauben, dass dieses Gerät jetzt bereit ist. Die Technikabteilung kann mit der Produktion beginnen. Die Funktionsweise basiert auf der Unterbrechung neurologischer Prozesse. Die Waffe sendet einen gebündelten elektromagnetischen Impuls aus, der Ziele in einem gewissen Umkreis verwirrt und lähmt. Da dies unser erster Versuch auf dem Gebiet der nicht tödlichen Waffen mit Alien-Technologie ist, muss man im Einsatz mit Sicherheit mit unerwarteten Ergebnissen rechnen. Es ist sehr wahrscheinlich, dass einige Aliens der betäubenden Wirkung widerstehen können. In diesem Fall dürfte es helfen, den Gegner zuvor zu schwächen. Der Pulsbogen ist auch durch unsere derzeitige Technik der Energiespeicherung begrenzt. Mehr als 2 Schuss lassen sich nicht herausholen. Sollten im Gefecht Gefangene gemacht werden, müssen diese in einem Alien-Sicherheitstrakt verwahrt werden. Ich empfehle dringend, ein solches Gebäude zu bauen, bevor wir versuchen, lebende Aliens zu fangen. Ja, das haben wir doch, soweit ich weiß, sowieso schon gemacht. So, da haben wir nochmal das Archiv von allen Technologien, die wir schon erforscht haben. Gucken wir doch mal, was wir als nächstes machen können. Alien-Material, das war quasi bessere Rüstung. Hier, Panzerrüstung unserer Soldaten verbessern. Experimentalkriegsführung, um den Kampf, wie wir ihn kannten, zu revolutionieren. Wenn wir auf Augenhöhe gegen diese Gegner antreten wollen, müssen wir die Alien-Technologie für unsere Zwecke anpassen. Sehr, sehr interessant. Das klingt mir fast so, als könnte ich da verbesserte... Okay, ich kann wahrscheinlich keine verbesserten Waffen machen, sondern hier verbesserte Waffen machen. Zetoiden-Autopsie. Nee, ich glaube, ich mache mal Alien-Material. Ich finde das gut, weil da kann ich mir dann vermutlich bessere Rüstungen oder irgendwelche. Das scheint die dringendste unserer Forschungsoptionen zu sein. Wir machen uns sofort an die Arbeit. Ich lasse Sie wissen, sobald der Bericht fertig ist. Dankeschön, Fräulein Wahlen. Finde ich sehr nett von dir. Dann gehen wir doch mal in die Technikabteilung und bauen uns so einen Pulsbogen. Ich glaube, da reicht auch erstmal einer. Warum, werdet ihr jetzt gleich sehen. Ich schaue nochmal in die... Ah ja, da seht ihr, der Sicherheitstrakt ist in einem Tag erst fertig, aber der dürfte ja eigentlich nicht mehr allzu lange auf sich warten lassen. Nein. So, dann mal wieder ab in die Einsatzleitung und weiter nach Aktivitäten scannen. Ah, da ist er ja schon fertig, der Sicherheitstrakt. Ausgezeichnet. Ja, neues Bauprojekt kann ich sowieso nicht machen, weil ich ja keinen Bauplatz mehr frei habe im Moment. Ha! Das geht ja rucki-zucki. Alien-Material fertig. Unser Verständnis der außerirdischen Materialien ist bestenfalls marginal. Wir könnten noch Jahre damit verbringen, die komplexen Produktionsmethoden zu entschlüsseln, die zur Herstellung und Bearbeitung dieser Substanzen nötig sind. Aber wir haben es geschafft, einige der beobachteten Technologien grob in unsere eigene Forschung zu implementieren. Unsere erste Entwicklung, ein mehrlagiges Kohlefaser-Nanogewebe, ist eine Adaption des ungewöhnlichen Gewebemusters, das einige Alien-Materialien aufweisen. Dieses neue Gewebe ist reißfester als jedes dem Menschen bekannte Material. Wenn wir das in eine Schutzweste einbauen können, würde das die Rüstung unserer Soldaten deutlich verstärken. Ja, das klingt doch ausgezeichnet. Nanofaserweste zur Herstellung verfügbar. Ausgezeichnet. So, was können wir denn sonst noch machen? Sektoidenautopsie und dünner Mann-Autopsie. Das würde mich auf jeden Fall auch noch jucken. Unsere ersten Scans der kleinen außerirdischen Humanoiden zeigen etwas sehr bemerkenswertes. Wir haben kleine nicht-biologische Elemente entdeckt, die in den internen Aufbau integriert sind. Das könnten eventuell irgendwelche Implantate sein. Oh, Schalenrüstung. Oh, das wäre schon großartig. Aber ich glaube, ich mache mal hier Experimentalkriegsführung. Das interessiert mich mal, was da ist. Ich muss dazu sagen, ich habe das Spiel, ich habe es ja schon mal erwähnt, ich habe das Spiel zwar schon mal gespielt. Wir haben alles, was wir benötigen, um ein Alien für die Vernehmung zu ergreifen und zu verwahren.
Jetzt liegt es bei unseren Bodentruppen. Ist richtig. Ich habe das Spiel ja schon mal gespielt, das heißt, eigentlich sollte ich alles grob wissen. Es ist aber wirklich ewig her und so mit dem, welche Forschung jetzt ganz genau was bringt. Ich habe einen groben Überblick, aber hundertprozentig erinnern kann ich mich wirklich nicht. Also wenn ich sage, ich weiß was nicht mehr, dann weiß ich es wirklich nicht mehr. Also nicht, dass ihr jetzt denkt, ich bin jetzt so, oh, was könnte das wohl bringen und weiß es in Wirklichkeit, ist nicht so. Gut, dann können wir eigentlich schon wieder weitermachen. Ja, Aufzug abgeschlossen, das heißt, wir können jetzt wieder hierher. Haben hier... Ah, genau, ausgezeichnet. Da ist jetzt auch das zum Ausgraben. Wie schaut es denn mit der Energie aus? Da haben wir noch 5. Ja, ich glaube, ich weiß, wie ich das machen will. Also auf jeden Fall will ich hier mal auch nochmal ausheben. Da baue ich mir ein Labor hin. Labore, wie ihr sehen könnt, hier sehen konntet, erhöhen die Forschungsgeschwindigkeit und Verbundbonus für jedes direkt angrenzende Labor. Das heißt, man sollte am besten die Labore quasi alle in einer Linie in irgendeiner Weise bauen. Genauso ist es auch mit Kraftwerken und... mit Kraftwerken. Ausgezeichnet. Gut, dann baue ich auf jeden Fall mal hier das Labor. Ha, guck, Stern, da habe ich ja gar nicht mehr so viel Geld. Oh, aber. Da fällt mir etwas ein. Besuche den Schwarzmarkt. Mehrere Ratsmitglieder haben ihr Interesse an einigen von uns entdeckten Artefakten bekundet. Wir sollten dennoch vorsichtig damit sein, welche Gegenstände wir freigeben. Das Forschungsteam kennt ihren wahren Wert vielleicht noch nicht. Ausgezeichnet. Also diese beschädigten Dinger, soweit ich weiß, also vielleicht wird es dann ganz, ganz spät, wenn man, wenn schon weiter als ich es bis jetzt war, nochmal von Bedeutung, aber ich glaube eigentlich nicht. Also ich glaube, beschädigte Sachen kann man... Wir beobachten diesen Kontakt, aber ich denke nicht, dass er etwas mit der UFO-Aktivität zu tun hat. Kann man sicher verkaufen. So. Also man könnte hier theoretisch auch alles andere verkaufen, aber das ist nicht besonders sinnvoll, weil die braucht man eigentlich, sämtliche Sachen, die ich bisher habe, braucht man entweder jetzt oder später noch, und zwar in rauen Mengen, und deswegen werde ich das jetzt erstmal dabei belassen. So, jetzt baue ich da ein Labor und hier will ich auf jeden Fall noch ein Kraftwerk haben. Das gibt mir Energie, die sieht man hier, und Energie braucht man eben für sämtliche anderen Gebäude. Deswegen... Ah, Moment, warte. Genau. Kraftwerke habe ich bis jetzt sonst keine. Ihr seht jetzt übrigens hier Dampf und Dampf. Dort kann man dann die... Ups. Nicht. Da kann man dann die Erdwärmekraftwerke hinbauen. Die geben mehr Energie. Und zählen, soweit ich weiß, auch zum Verbundsbonus. Das heißt, am besten sollte man das an andere Kraftwerke anschließen. Und weiter geht's mit der... Wir bekommen eine Übertragung vom Rad. Sie kommt jetzt auf den Monitor. Na, ausgezeichnet. Das klingt mir doch wieder nach einer Mission. Ratseinsatz Entschärfung. Wir haben einen Plan der Aliens aufgedeckt, eine größere australische Stadt zu sabotieren. Ein Anschlag auf ihr Transportwesen würde den Güterverkehr lahmlegen und damit die Bevölkerung ins Chaos stürzen. Wir werten die Informationen derzeit noch aus, rechnen sie mit mehr Details, sobald unser Trupp vor Ort ist. Ja, ausgezeichnet. Da gibt es wieder ordentlich Kohle dafür und die Panik wird in Australien auch verringert. Soweit ich weiß, haben wir da sogar ein bisschen Panik. Das heißt, wir können das auf jeden Fall brauchen. Wir gehen davon aus, dass Sie diese Angelegenheit vertraulich behandeln. So, jetzt weiß ich leider nicht mehr, welchen ich gesagt hatte, dass ich auslassen wollte. Ich glaube, die Renard. Ja, ich glaube, es war die Renard. Die war, glaube ich, nicht besonders gut. So, und da schauen wir jetzt auf jeden Fall mal einen neuen Rekruten rein. Ich schaue mir nochmal kurz die ganzen Werte an. Ach Gottchen, da kann ich jetzt gar nicht so durchschalten. Na gut, das wird's schon tun. Ich gebe auf jeden Fall mal meinem Corporal Ishikawa... Wechsel mal hier ein bisschen mit der
Bewaffnung durch. Er bekommt auf jeden Fall mal den Pulsbogen in die Hand gedrückt, weil er kann ausgezeichnet als Sturmtruppe kann er wunderbar nach vorne stürmen und einigermaßen sicher den Pulsbogen ansetzen. Soldat Karam behält das Medikit. Er hier ist mein Sniper, das heißt, ihm sollte ich eigentlich mal den Scope geben. Ja, hier bleibt dann nur noch eine Splittergranate. Kacke, ich hätte jetzt eigentlich schon diese Nanofieberwesten machen können. Kann ich da vielleicht noch hin zurück? Ja, natürlich kann ich das. Dann mach mal doch. Genau, genau eine. Ausgezeichnet. So, und wieder zurück zur Mission. Hervorragend, wir sind auf Ihren Fortschritt gespannt. Sie doch gleich mal diese Nanofaserweste in die Hand gedrückt. Großartig. Dann beginnt es also. Auf nach Australien. Wir haben Sichtkontakt mit dem Einsatzort. Gehen runter. Attacki. Australien hat mehrfach um Unterstützung gebeten und ist deshalb unser nächstes Einsatzgebiet. Deaktivieren Sie die Bombe, bevor sie explodiert. Ja, sehr interessant. Bombenentschärfung also. Zögern Sie die Explosion, indem Sie die Energiequellen der Bombe deaktivieren. Verhindern Sie die Reaktivierung, indem Sie alle gegnerischen Einheiten ausschalten. Sollte doch zu bewerkstelligen sein, denke ich. Schau mal, Moi. Strike One, der Rat hat Informationen, nach denen die Aliens eine Plasmabombe in ihrer Nähe aufladen wollen. Die Zeit ist knapp. Wir müssen diese Waffe finden und entschärfen, bevor sie mit den Vorbereitungen fertig sind. Ich dachte mir schon, wo ich es gestartet habe. Unsere Sensorsignale lassen vermuten, dass es sich hierbei um einen Mechanismus zum Scharfmachen der Bombe handelt. Die Aliens übertragen Energie von dort direkt zur Bombe. Wenn sie diesen Energieknotenpunkt deaktivieren, haben sie mehr Zeit, um den Sprengkörper zu finden und zu entschärfen. Neues Ziel erhalten. Irgendwas ist doch hier gerade an der Grafik nicht ganz koscher, oder sehe ich das falsch? Irgendwie kommt es mir so vor, als hätte sich da was verstellt. Naja, aber spielbar ist es auch so. Also werde ich das mal erstmal so lassen. Gut, ja, Ernesto darf mal direkt hier ein bisschen Rambazamba vor. Ha! Ein dünner Mann. Grüß dich. Na, 1% Trefferchance ist ja mal. Okay, und auf einmal sind es 50. Die aber trotzdem erstmal nicht, sondern jetzt erstmal. Optimal wäre es natürlich, wenn sie das hinbekommen würde. Die von da aus trifft. Noch kann ich nicht mal sehen. Das ist natürlich schlecht. Ich werde auf jeden Fall mal das Deckungsfeuer benutzen. Ich kümmere mich um. So, jetzt seht ihr das auch mal. Also der steht jetzt da und feuert quasi kontinuierlich auf ihn. Ah, eigentlich bin ich kein Fan davon, hier als Feldposten aufzustehen. Stellen die Storms, weil die haben auf die weite Reichweite sowieso so eine miese Trefferwahrscheinlichkeit. Robinson lasse ich jetzt mal, obwohl er eigentlich ein Sniper ist, am weitesten nach vorne gehen. Weil dann steht der da zumindest schon mal ganz gut für später. Saida darf sich
hier direkt neben... neben Ernesto stellen. Doch, du Drecksack. Trolls. Ja, sie sollte hier auf jeden Fall mal raus. War mal gar nicht so dämlich von Kollege Alien. Eins, warum kann der denn von da nicht? Ja, okay. Eigentlich ist es ein Scheißwinkel. Ah, das wäre natürlich ganz, ganz großartig. Ich glaube, ich probiere das mal. No risk, no fun. Okay, ich hatte eigentlich damit gerechnet, dass ich das Betäuben dann auch noch könnte, aber offensichtlich ist das nicht der Fall. Ja. Meine Güte, ich bin ein Idiot. Jetzt sind gleich mal zwei von meinen Leuten vergiftet. Das ist natürlich ganz, ganz großer Mist. Aus der Giftpfütze raus. Ebenso wie Helen Hughes. Theoretisch. Ja. Das ist eine Energieknotenpunkte, die wir gefunden haben. Eine Deaktivierung verlangsamt die Aufladung der Alienwaffe. Okay, Leute, also das ist gerade echt traurig, was ich hier mache. Ich hoffe mal, dass das Zeit gewonnen, aber sie müssen sich trotzdem beeilen, sonst noch besser wird. Sie wissen schon. Gut. Was darf der Herr Robinson machen? Der Herr Robinson darf erfasst. Oh, grüß dich. Gleich mal alle vergiftet. Das ist natürlich ganz, ganz großartig gelaufen. Ich hoffe jetzt mal, dass keiner davon jetzt durchdreht. Robinson darf auf jeden Fall gleich mal den nächsten. Gut gemacht. Dadurch gewinnen wir Checkpoint. Etwas Zeit. Aber Sie müssen noch diese Bombe finden. Die aktivieren und ebenso darf das Tadashi Ishikawa. Damit haben wir uns ein wenig Zeit erkauft. Gute Arbeit, Strike One. Das bringt uns ein paar Minuten. Feldposten aufstellen. Ja. Saida darf auch mal direkt hier einen deaktivieren. Sehr gut. Sie haben noch einen ausgeschaltet. Moment. Theoretisch auch direkt auf den Kollegen dort feuern. Aber am liebsten wäre mir natürlich, wenn die Helen den Kill bekommen würde. Oh, oh, oh. Oh, daneben. Glück gehabt. ...30% ist natürlich eine herausragende Trefferwahrscheinlichkeit, aber... Oh, zwei Schaden. Es sind immer zwei Schaden.
verdammte Soldaten. Gut, aber... Ah, da sind noch ein Ernesto ein bisschen... bisschen näher ans Kampfgeschehen ran. Vielleicht hier so. Ah, okay. Also offensichtlich darf man auch, wenn man vergiftet ist, nicht nochmal durch die Giftwolke durchlaufen. Klingt eigentlich logisch, aber... Okay, mit der Pistole ist ganz genau gleich wahrscheinlich. Dann schieße ich aber lieber... Ah, wobei, nee, lieber mit der... Sturmgewehr, Pistole, Pistole, Sturmgewehr. Anders fällt... Unzufrieden, Feuer, was ist das? Daneben, natürlich. Das ist nicht gut. Feigling. Am allerbesten wäre es natürlich, wenn ich ihn hier irgendwie in Reichweite bekommen würde. Aber ein Blick auf die Uhr verrät mir schon wieder, die Zeit ist schon wieder rum. Ich hoffe, es hat euch gefallen und ihr müsst ja jetzt quasi beim nächsten Mal wieder einschalten, um diese Mission hier zu Ende gebracht zu sehen. Wenn es wieder heißt, Let's Play XCOM Enemy Unknown. Euer Ralf, macht's gut.